Ja. Schönen guten Morgen. Die Bereinigungsnacht war diesmal besonders. Das war für mich die 5. Bereinigungssitzung, die ich mitgemacht habe. Aber in dieser Form habe ich diese Tricksereien noch nicht erlebt. Also das war ein außerordentlicher politischer Affront, den die Große Koalition gestern kurz nach Mitternacht dann begangen hat. Ja, muss sich auch vorstellen, wir saßen Montag im Berichterstattergespräch zum Einzelplan 60 zusammen. Da haben alle Fraktionen gemeinschaftlich die Steuerschätzung akzeptiert und angepasst für diesen Haushalt. Und 3 Tage später, in der Nacht am Donnerstag, hat dann die Koalition eine eigene politisch willkürliche Steuerschätzung aufgelegt. Das ist sachlich nicht nachvollziehbar, das ist auch spekulativ. Und dieses Verfahren ist einfach nicht in Ordnung, in der Nacht- und Nebelaktion mit Hilfe der Glaskugel dann, um das Riesenloch, das sie im Haushalt haben, zu stopfen, die Steuerschätzung politisch willkürlich anzufassen. Das ist meiner Ansicht nach eine Haushaltspolitik für Las Vegas. Das zeigt die Zockermentalität und das Roulette-Spiel in der Regierung in dem Fall. Und das kann man auch einmal im zweiten Beispiel sehr gut sehen. Sie haben nämlich in der Nachtsitzung auch einen weiteren politischen Offenbarungseid geleistet. Sie haben das Haushaltsgesetz nochmal angepasst. Es war bisher so im Haushaltsgesetz geregelt, dass nicht alte und nicht verbrauchte Kreditermächtigungen aus 2013 genutzt werden können für 2014, dass aber ab einer Summe von 1,5 Milliarden Euro dies im Haushaltsausschuss dann noch mitgeteilt werden muss, informiert werden muss, es also damit auch öffentlich wird. Jetzt hat die Große Koalition diese Summe auf 3 Milliarden Euro angepasst. Zufälligerweise sind auch die alten, nicht verbrauchten Kreditermächtigungen aus 2013 3 Milliarden Euro. Und der Rechnungshof hat das auch nochmal scharf kritisiert gestern in der Sitzung, weil die Koalition sich eine Portokasse schafft, um im Zweifelsfall eben 2014 mehr Schulden zu machen, aber nicht den Haushaltsausschuss zu informieren. Und damit verlieren wir eine wichtige Kontrollmöglichkeit. Und sie wollen ihre großen Probleme damit kaschieren, dass sie alte, nicht verbrauchte Kreditermächtigungen im Zweifelsfall nutzen, aber den Haushaltsausschuss darüber nicht informieren. Es ist auch ein Wortbruch, dass sie 500 Millionen Euro nicht in Bildung gesteckt haben, wie es versprochen war zu 2014, dass sie also den Haushalt auch auf dem Rücken der Bildung konsolidieren. Insgesamt zeigt, finde ich, dieses Verfahren, dass die Koalition einfach in dem Fall unsolide arbeitet und jetzt dieses 3-Milliarden-Loch zu verschleiern versucht und in der Haushaltsbereinigungsnacht eben angepasst hat. Dazu passt auch, dass ein Haushälter aus der Unionsfraktion noch um 0.22 Uhr getwittert hat, wir haben gerade noch die 3 Milliarden zusammengesucht, um eben nicht um die 6,5 Milliarden Neuverschuldung zu halten. Aber sie haben eben die 3 Milliarden nur zusammengesucht, haben alles Mögliche versucht anzupassen. Das hat aber nichts mit struktureller, das hat nichts mit nachhaltiger Haushaltskonsolidierung zu tun. Es zeigt ja auch, dass dieses Loch jetzt gekommen ist, wie wackelig dieser Haushalt von Wolfgang Schäuble ist und dass er eben nicht solide durchfinanziert ist und wir mehrere Risiken einfach in diesem Haushalt haben. Dieser Haushalt ist nicht nur unsolide, er ist auch ungerecht, weil er vor allen Dingen auch in die Beitragskassen greift. Also die Wahlversprechen bei Rente wurden finanziert über den Griff in die Rentenkasse, um nicht an die Steuerpolitik ranzugehen. Und dem Gesundheitsfonds wird 2014 wie 2015 geschröpft, um nachher die Haushaltskonsolidierung voranzutreiben. Aber das ist ungerecht, weil eben Beitragszahler mit kleinen und mittleren Einkommen belastet werden. Das hat aber auch nichts mit nachhaltiger struktureller Haushaltskonsolidierung zu tun. Sie verschieben weiterhin Versprechungen bei den Kommunen. 2014 war 1 Milliarde Entlastung bei den Kommunen versprochen. Auch dieses Versprechen brechen Sie jetzt. Wir Grüne haben uns in Haushaltsverhandlungen dafür stark gemacht, dass die Kommunen jetzt mit 1 Milliarde entlastet werden. Und dieser Haushalt ist zukunftsvergessen. Dieser Haushalt hat ein großes Investitionsdefizit. Wir wissen alle, dass die Bundesrepublik von der Substanz lebt, die Infrastruktur verrottet und zerfällt und man jetzt dringend auch
die Investitionsquote steigern muss. Wir Grüne haben mit unseren Anträgen in Haushaltsberatungen klar gemacht, wie das solide gegenfinanziert die Investitionsquote gesteigert werden kann. Wir wollen die Investitionsquote um 3 Milliarden auf um 1% für den 2014er Haushalt, der nur noch ein halbes Jahr geht, steigern. Das heißt eine Steigerung um 1% um 3 Milliarden Euro, vor allen Dingen um Verkehrsinfrastruktur zu erhalten. Ich glaube, der Erhalt von Verkehrsinfrastruktur ist wichtig, um auch in Klimaschutz und Energiewende zu investieren, gerade auch in Gebäudesanierung, in Sanierung von Stadtteilen, die sozial benachteiligt sind. Das wäre sehr wichtig auch für die betroffenen Menschen, aber auch um Arbeitsplätze zu schaffen im Handwerk, in der regionalen Wirtschaft und im Mittelstand. Insgesamt kann man sagen, dass diese Koalition einfach wenig gemacht hat in diesen Haushaltsberatungen. Das ist eine selbstgefällige Arbeitsverweigerung, leistet sich die Koalition, leistet sich Wolfgang Schäuble. Man will keine Haushaltspolitik im Kern machen. Haushaltspolitik heißt ja Entscheidungen treffen, heißt ja verändern, heißt an Strukturen rangehen, heißt sich etwas trauen, heißt Mut haben. Das hat die Große Koalition nicht, das hat Wolfgang Schäuble nicht. Das hat man gestern auch noch mal gesehen, mit welchen Tricksereien, wie unseriös, wie unsolide sie versuchen, dieses Milliardenloch zu verschleiern. Und wir Grüne wollen Haushaltspolitik machen. Wir wollen entscheiden, wir wollen verändern, wir wollen Strukturen auch aufbrechen. Wir haben klare Anträge gestellt, um mehr Investitionen zu ermöglichen, Schwerpunkt gelegt auf globale Gerechtigkeit, um gerade auch die Oder-Quote Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen, internationalen Klimaschutz, Gelder für Bildung und Kinderbetreuung bereitzustellen. Aber wir wollen das, und das muss man auch klar sagen, wir wollen das solide gegenfinanzieren. Wir glauben, dass die Neuverschuldung nicht erhöht werden sollte und darf, aber dafür muss man nicht auf diese Tricksereien zurückgreifen der Bundesregierung, sondern man kann das solide machen, indem man zum Beispiel Ausgaben kürzt, da hat die Koalition versagt, indem man vor allem konsequent Subventionen abbaut, indem man strukturelle Reformen angeht und indem man auch die Einnahmeseite verbessert. Das hat die Große Koalition nicht gemacht. Sie haben ein großes Investitionsdefizit, sie machen eine unsolide Haushaltspolitik und sie ist zudem auch noch ungerecht. Vielen Dank.